zu einer neuen Folge begrüße ich euch von Minecraft Skycraft und ja, heute mal ohne Rietze, ganz alleine. Mal wieder, wie alle zwei Folgen ungefähr aktuell, ne? Mache ich ja doch etwas öfter, damit ich eben auch mal abseits vorankomme. Und ja, wir schauen mal hier, wie es so weitergeht. Ich habe ein bisschen was gemacht offscreen und zwar tatsächlich mich mal angestrengt. Ja, kommt ja selten vor. Ja, da kriege ich auch gleich komische Lachanfälle, die sich anhören wie komische Geräusche, die ich eigentlich nicht machen sollte oder wollte. Aber okay. Ja, ich tue erstmal meinen Apfel weg hier, ne? Ernte ich immer mal ab. Da haben wir jetzt auch schon einige. Und ja, was ich auch noch gemacht habe, ist folgendes. Ich habe mich weiter aufs PvP-Event vorbereitet, ne? Ich erzähle das mal, während ich hier durchsiebe. Und zwar ist es ja so, das PvP-Event ist ja jetzt schon eine Weile angekündigt. Wir hatten ja letzte Folge davon schon geredet. Aber dann haben wir uns ablenken lassen und er mit LP mit Juli geschrieben, wo es ja dann um verschiedene YouTuber-Projekte etc. ging, ne? Und ja, dann haben wir irgendwie noch halt mit ihm mehr interagiert, als jetzt über irgendwelche produktiven Sachen nachgedacht, ne? Und deswegen sind wir eben hier auch nicht vorangekommen, was die Rüstung angeht. Aber heute möchte ich das ändern und ja, ein bisschen da was machen und deswegen siebe ich ja auch schon fleißig. Denn so kommen wir an Emeralds, was wohl die beste Rüstung ist. Ich habe nachgeguckt, ja, alle anderen Chestplates haben zumindest weniger hier Absorption, ne? Also wenn wir hier mal gucken, nach Chestplate hat diese halt hier 9 Rüstungspunkte und die anderen haben 4, 6, 7, ne? Ich habe es also überlegt, so ähnliche zu machen. Gut, Emerald Crystal ist auch nochmal gut. Das hat auch 3 von diesen anderen Dingern, aber ist jetzt egal. Emerald normal ist relativ gut, denke ich mal, noch erreichbar. Da können wir auf jeden Fall zweimal so ein Set machen und sind schon mal beim Kampf dann gut gerüstet. Und ja, da müssen wir noch uns um ein Schwert kümmern, das habe ich jetzt noch nicht bedacht. Aber ja, mache ich dann auch noch. Ja, ich hatte auch erst angefangen, eine Obsidian-Rüstung zu machen, weil ich dachte, die ist ziemlich gut. Die hält halt ziemlich viel aus, also die hält halt ewig quasi. Wenn du die anhast, ja, dann kannst du die quasi das ganze Projekt lang behalten. Und Alter, als ob ich jetzt 2 Smaragde gekriegt habe, hä? Ich hatte gerade noch 4 und jetzt 6 auf einmal. Also, das ist manchmal ein bisschen unausgewogen, aber okay. Ja, da haben wir jetzt noch ein bisschen Emeralds, finde ich gut. Da werde ich jetzt auch schauen, dass ich mal etwas mehr kriege. Oder halt so viel, dass wir ein bisschen wieder was übrig haben in Emeralds noch. Ich möchte halt jetzt nicht alle verbrauchen für die Rüstung und dann ja, ist wieder hier die große Panik da, dass wir keine Emeralds mehr haben oder so. Will ich halt nicht. Was ist denn das beste Schwert? Da können wir auch nochmal gucken hier. Emerald macht 9, 6, okay. 6, 2, 5. Ja, ich glaube auch wieder Emerald. Oder das hier halt, Emeraldic Crystal Sword. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, wie geht denn das zu craften? Da brauchst du halt hier wieder diese Crystals. Und da habe ich gesehen, da ist dieser Atomic Reconstructor eine wichtige Bestandteil, eine wichtige Komponente. Und den musste er mit CF hier befeuern, da habe ich keine Ahnung, ne? Also ganz ehrlich, ne? Ich meine, ich könnte den vielleicht craften, wenn wir jetzt hier mal gucken. Das würde gehen. Black Quartz haben wir auch, habe ich geguckt. Könnte ich alles machen, da habe ich halt auch erst überlegt für solche Sachen, aber ja, ganz ehrlich, das schafft man nicht. Deswegen werde ich einfach das Emerald Sword nehmen. Kann ich mir eigentlich auch schon mal machen, weil das kostet halt jetzt wirklich nicht viel. Und ich denke mal, da hat Rietze auch nichts dagegen, ne? Ja, ich weiß nicht, er kann sich ja seine Rüstung dann eigentlich selber craften. Ich würde auch noch ein bisschen warten, bis er sein Okay gibt, ja, bevor ich wieder dastehe wie der letzte Depp, der wieder mal alles falsch macht, ne? Man kennt es ja noch aus den Anfangszeiten. Ja, und dann gucken wir mal. Und ja, heute nehme ich auch mal wieder abends auf, habe ich jetzt lang nicht gemacht, aber ich habe es heute früh einfach nicht mehr geschafft. Das Ding war, dass mein WLAN einfach rumgesponnen hat. Ich weiß nicht warum. Es hat jetzt die ganze Zeit funktioniert und ausgerechnet heute, wo ich mal wieder schnell aufnehmen will, da geht's wieder nicht. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Immer dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann, weißt du, da ist es dann wirklich, spinnt's wieder rum und da habe ich dann meine Skycraft-Aufnahme leider nicht mehr geschafft. Ah gut, ja, ich fand's ganz cool, dass ich gestern noch ein bisschen dazu kam, hier was vorzubereiten, ne, im Projekt. Ich habe jetzt auch extra für die Obsidian-Rüstung noch mehr gemacht gehabt, und zwar da unten mehr Lava-Dinger, ne, Crucibles, und dann halt hier ins Wasser noch diese Stone Barrels gemacht, damit ich das zu Obsidian machen kann.
und nicht mit der Dia-Spitzhacke irgendwie was abbauen muss. Weil ich das halt sinnlos fände. Vor allem habe ich die Dia-Pickaxe auch gar nicht. Die hat Rieze anscheinend, oder ich weiß nicht, wo die hin ist. Aber wir hatten eine, das weiß ich. Ja. Anscheinend, oder zurzeit benutze ich nur meine Flint-Pickaxe, ne? Und mal schauen, wie es dann mit den anderen Sachen weitergeht. Ich habe mir jetzt noch nebenbei so einen Feuersteinbeil gemacht. Das heißt, hiermit kann ich so ein bisschen dann Holz abbauen. Das ist wie eine Axt jetzt im Normalfall. Jetzt bin ich vollkommen aus dem Satz gekommen. Ich habe jetzt schon wieder komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ich hasse es. Ja, das ist wirklich bei dieser Uhrzeit, wenn ich um diese Uhrzeit aufnehme wie jetzt, da geht einfach gar nichts, ja. Wenn ich alleine aufnehme. Wenn ich mit Rieze aufnehme, rede ich nicht so viel. Obwohl in letzter Zeit auch. Aber doch nicht ganz so viel, finde ich. Und, ja, da geht's meistens noch. Aber so werde ich immer unterbrochen, weißt du, weil man das hier hört wie in einem, keine Ahnung. Hier hört man alles einfach. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, was das ist. Ja, deswegen will ich unbedingt früh aufnehmen, ja. Deswegen hat es mich vorhin auch schon wieder so geärgert, dass ich das erwähnt habe, ne. Dass ich gerne das, nicht jetzt mache, sondern schon eher, am liebsten. Aber, ja, das ist halt nicht immer möglich, wenn hier alles rumspinnt. Also wirklich, das war wieder so unnötig, ja. Ich habe mich da wieder so aufgeregt. Gab's auch in der LP Streety-Folge zu sehen. Naja. So, jedenfalls, wo waren wir, bei welchem Thema ungefähr? Vielleicht fällt's mir wieder ein. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es kommt wieder. Es ging irgendwie um die Sachen, die wir jetzt gemacht haben. Das Obsidian da. Die Spitzhacke. Ja, die hat ja Rieze irgendwie gehabt, ne? Aber, ja, keine Ahnung, wo die hin ist dann. Letztendlich. Und ja, ich werde auch nochmal unten gucken. Mit den Kaffeetischen und so. Da müssen wir ja dranbleiben hier. Und ja, ich hoffe, es war übrigens richtig, dass ich mir schon ein Schwert gemacht habe. Ich denke es mal, weil das ist halt eins der besten. Und auf jeden Fall das Erschwinglichste für uns. Und ja, dann mal gucken mit der Rüstung, wie es da geht. Einen Bogen bräuchte man vielleicht noch, ne? Ich weiß nicht, wie es mit Verzauberungen noch aussieht. Ach, das ist alles gar nicht so einfach. Also, ich glaube nicht, dass ich hier eine großartige Chance habe im Event. Muss ich sagen. Muss auch nochmal schauen, wie das jetzt auf Discord angekündigt wird oder für wann. Ja, bin mal gespannt. Also, LP mit Juli hat auch noch ein Video gemacht, wo er jetzt was gesagt hat. Der wird sicherlich auch noch ein bisschen was dazu erklärt haben. Also einfach mal schauen, ne? Ich hoffe, dass das klappt. Und ja, ich nicht wieder dann dastehe oder so. Jetzt habe ich erstmal 3 Emeralds, das ist schon mal gut. Also, ja, ich glaube, im Deutschland kriegt man echt immer so 6 Emeralds aus einem Stack raus, ne? Das kann schon sein. Ja. Okay, dann gucke ich mal. Ich werde gleich noch ein Thumbnail brauchen. Ich weiß gar nicht, was ich da nehmen soll. Ich gehe erstmal schlafen. Ganz kurz hier. Und dann kann ich irgendwie, ja, entweder von hier oben oder von unten ein Thumbnail nehmen. Ich weiß es halt nicht, ne? Ich kann hier das Schwert in die Hand nehmen, ne? Und dann hier die 4 Crucibles, ne? Damit man so ein bisschen den Fortschritt sieht. Weil, ja, ist halt mal wichtig. Und ja, ja komm, so ist am besten, finde ich. Mit dem Koppelgenerator da. Der schon oft genug Probleme gemacht hat, ne? Ja, das war ja auch noch so ein Thema für sich. So. Und die ganzen Sachen muss ich auch mal zusammen craften und nach unten bringen. In dieses Teil. Ja, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ja, und wir schauen einfach mal. Ich krieg gerade den meinen Hals nicht frei, so richtig. Man hört's wahrscheinlich schon wieder. Also mich stört sowas immer in den Aufnahmen, wenn ich das höre. Da will ich immer mithusten, so. Also, ja, keine Ahnung. So, ich gehe nochmal hoch. Ich glaube, hier gibt's jetzt nicht so viel, oder? Was noch irgendwie unfertig ist. Na gut, doch, eine ganze Menge, streng genommen, aber ihr wisst, was ich meine, wo ich jetzt gerade dran war oder so. Ja. Dann gucken wir mal. Dann tue ich das weg. Das muss doch hier weitergemacht werden. Ja, da haben wir heute eigentlich wieder nur gesiebt, ne? Ich habe ein bisschen was erzählt. Aber sonst kann ich jetzt auch nichts machen, ne? Ich meine, ich brauche das hier. Die Emeralds und so. Und ja, was soll ich da machen? Da kann ich jetzt auch nicht großartig herumtollen und irgendwas anderes machen. Ich meine, ich könnte wegen den Bücherregalen gucken, ne? Dass wir die mal machen. Wir haben auch genug Zuckerrohr dafür, das ist schon mal gut.
Und ja, vielleicht kann ich tatsächlich noch ein bisschen Bäume pflanzen, farmen. Im Allgemeinen. Und ja, dann muss ich mal gucken, dass ich hier auch nachpflanzen kann. Etc. Und ja, dann gucken wir mal. Ist schon mal gut, dass die hier so gut decayen. Nicht wie manchmal sonst, wenn die immer ewig brauchen. Liegt ja in der Tick-Speed, ne? Stimmt. Da ist ja kein extra Mod oder so für drauf. Kann man hier vielleicht noch was setzen? Da? Ja, ich weiß nicht. Nicht, dass es dann wieder zu viel ist, ne? Ja, hier vielleicht noch. Dann gucken wir mal. Ach, twerken ging ja nicht. Das war ja das Problem. Naja, egal. Okay, ich würde aber sagen, das wäre es gewesen jetzt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Tschüss.